Hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauer, Zuhörer. Mein Name ist Hans Dembinski. Ich will euch heute was über das Myon-Rätsel der kosmischen Strahlung erzählen im Rahmen des Faszination Astronomie Online Kanals. Und ja, also es geht ein bisschen um Astronomie, aber es geht auch ein bisschen um Teilchenphysik und ich hoffe, dass ich da eine schöne Brücke bauen kann von den beiden Themen. Fangen wir an. Also erstmal die Frage, was ist überhaupt Astroteilchenphysik? Denn darum soll es heute gehen. Astronomie macht man ja normalerweise mit Licht und bei der Astroteilchenphysik schaut man sich andere Teilchen aus dem Weltall an. Das sind, weil es Teilchen sind, üblicherweise Boten von extremen nicht-thermischen Prozessen. Also thermisch heißt in dem Fall alles, was in Sonnen passiert, das wäre thermisch und das sind jetzt andere Prozesse, also nicht durch Kernfusion erzeugt. Dazu fallen zum Beispiel schwarze Löcher oder Supernovas, aber auch solche exotischen Dinge wie der Zerfall von dunkler Materie oder sogar kosmischen Strings. Und die typischen Teilchen, die man da anschaut, die müssen stabil sein, sonst zerfallen sie ja, bevor sie zur Erde kommen. Und da gibt es die Kandidaten einmal die Neutrinos, die in der letzten Zeit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Die haben die schöne Eigenschaft, dass sie geradeaus fliegen und uns die Quellen zeigen, wo sie herkommen. Sind aber sehr schwer nachzuweisen. Dann haben wir die Photonen, das sind jetzt keine normalen Lichtteilchen, sondern hochenergetische Gamma-Photonen, die sich eher wie Teilchen als wie Wellen verhalten. Die haben auch den schönen, also die fliegen auch geradeaus, haben aber ein oberes Energielimit. Ab irgendeinem Punkt wird das Universum undurchsichtig für diese hochenergetische Strahlung und dann kommt da nichts mehr bei uns an. Und dann gibt es noch die kosmische Strahlung, das sind Atomkerne, nackte Atomkerne, die sind geladen und je nachdem, wie schwer das Teilchen ist, umso stärker werden sie abgelenkt durch magnetische Felder, die im Universum überall existieren. Aber ein paar von diesen Teilchen kommen halt immer bei uns an. Und mit denen kann man dann Astronomie machen. Bei der kosmischen Strahlung ist das, wie gesagt, ein bisschen schwierig, kommen wir gleich noch zu. Entdeckt wurde die von Victor Hess 1912 schon. Er ist mit dem Ballon hochgeflogen in die Atmosphäre und hatte Instrumente, wo er gesehen hat, da entladen sich zwei Platten schneller, je höher ist. Und das muss an einer ionisierenden Strahlung liegen, sagt man. Und das war eben diese kosmische Strahlung. Die hat auch Einzug in die populäre Kultur gefunden. Zum Beispiel sind die Fantastic Four, haben ihre Superkräfte durch die Bestrahlung von kosmischen Strahlen bekommen. Ja, wo wir schon bei Comics sind, es gibt ja auch eine, ja, also in der im Zeit des Kalten Krieges hat man auch solche Ideen gehabt, dass man vielleicht die Landesverteidigung mit kosmischen Strahlen machen kann. Das ist natürlich Unfug, aber ich wollte das Bild trotzdem mal zeigen, weil hier auch ein Beschleuniger vorkommt und wir werden sehen, dass tatsächlich die Beschleunigerphysik auf der Erde mit den kosmischen Strahlen was zu tun hat. Gut, ich habe schon geteasert, dass man nicht ganz normale Astronomie mit kosmischer Strahlung machen kann. Und zwar, wenn man sich den Himmel in kosmischer Strahl im Licht der kosmischen Strahlung anschauen wollte, dann würde der so aussehen wie dieser Nebel hier. Der ist eine Analogie. Also hier ist ein Gebäude und man sieht, dass die Spitze kann man nicht mehr sehen, weil die verschwindet im Nebel. Und das liegt daran, weil das Licht der Sonne und auch das Licht, was von diesen Gebäude ausgesandt wird, so oft gestreut wird an den Lichtteilchen, dass es im Endeffekt weiß aussieht. Und so ähnlich ist das mit der kosmischen Strahlung auch. Die wird halt nicht an Wassertröpfchen gestreut im Universum, sondern an irregulären Magnetfeldern. Das führt dazu, dass so ein typischer Pfad von so einem kosmischen Strahl also sehr zackig aussieht. Und die Richtung, die mit der dann auf der Erde eintrifft, hat überhaupt nichts mehr zu tun mit der Quelle hier. Das ist halt der Unterschied zum Neutrino und zum Gamma-Ray oder Photon. Also, normale Astronomie geht nicht. Was kann man dann noch machen? Man kann noch die Energie der kosmischen Strahlung messen und man kann auch bestimmen, was für eine Art von Kern das ist, der da ankommt. Also, ist es jetzt ein Proton, ist es ein Eisenkern oder ist es irgendwas dazwischen? Und dann kann man sich fragen, welche Quellen gibt es überhaupt im Universum, die solche Teilchen mit hohen Energien erzeugen könnten? Und da hat der Michael Hillers, berühmter Physiker, der inzwischen tot ist, sich einen schönen Plot ausgedacht, der das sehr schön verdeutlicht. Hier ist die Größe der Quelle auf der X-Achse angezeichnet und das Magnetfeld in der Quelle. Man geht davon aus, dass diese kosmische Strahlung erst ganz normale kleine Energien hat und dann durch irgendwelche
Beschleunigerprozesse auf Höchstenergien gebracht wird. Dafür braucht man dann Magnetfelder, deswegen ist das wichtig. Und je höher das Magnetfeld, desto höher ist die auch die Energie, die ich am Ende erreichen kann. Also was man sich hier, die Maximalenergie, die so ein Beschleuniger oder eine Quelle hier erreichen kann, die nimmt hier diagonal in dieser Grafik zu. Also die Maximalenergie ist proportional zu diesem Produkt aus Magnetfeld und Größe der Quelle. So, jetzt kann man hier bestimmte Kandidaten einzeichnen. Also hier ist zum Beispiel der Large Hadron Collider, der später nochmal kommt. Das ist keine astronomische Quelle, sondern ein Gerät auf der Erde, mit dem wir auch Teilchen beschleunigen. Aber wir haben hier zum Beispiel Supernova Remnants, also SNR steht für Supernova Überreste, zum Beispiel der hier von Tychos Supernova aus dem Jahre 1572, kann man heutzutage schön sehen, also das explodiert der Stern und bildet dann hier so eine Wolke und hier ist eine optische Messung und eine Röntgenstrahlenmessung übereinander gelegt, diese Blase hier, die man am Rand sieht, das sind Röntgenstrahlen. Und die zeigen, dass hier Elektronen beschleunigt werden. Und wenn da Elektronen beschleunigt werden, werden auch kosmische Strahlen wahrscheinlich beschleunigt. Das ist also so eine typische Quelle, wo man glaubt, dass nicht die höchsten Energien der kosmischen Strahlung kommen, aber so die mittelhohen Energien. Wenn man dann die höchsten Energien haben will, muss man hier ganz weit rechts oder nach rechts oben auf diesem Plot gehen. Und da gibt es dann nicht mehr so viel. Das eine sind hier die aktiven galaktischen Kerne. Zum Beispiel hier ist ein Bild von der Galaxie im 87, die hat so einen aktiven Kern, den sieht man in diversen Spektren, kann man das sehen, dass die aktiven Kerne hat, aber hier sieht man es auch im Optischen, hier ist nämlich so ein Jet, so ein Strahl, den die Galaxie ausstößt und wir vermuten, dass hier in diesem Jet kosmische Strahlen beschleunigt werden könnten. Und das ist ja eine andere, sehr beeindruckende künstlerische Darstellung, wie das. Wo kommt denn dieser Jet her? Also man stellt sich vor, dass diese Galaxien im Innern ein supermassives schwarzes Loch haben. Das wäre jetzt hier der Punkt. Und da gibt es eine Akkretionsscheibe drumherum. Da fällt das Material ganz langsam in das schwarze Loch rein, erhitzt sich dabei enorm. Und aus Prozessen, die noch nicht genau verstanden sind, bildet sich dann ein Jet heraus, der sehr hohe Energien hat. Und in diesem Jet können auch, das ist hier durch diese Struktur angezeigt, sogenannte Schockfronten entstehen und da könnte die kosmische Strahlung beschleunigt werden. Aber genau weiß man es nicht und deswegen untersucht man diese Objekte mithilfe von kosmischer Strahlung indirekt. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt neugierig gemacht, dass kosmische Strahlung interessant ist. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den Schwierigkeiten der Messung. Also bei nicht allzu hohen Energien haben wir gar keine Probleme mit der Messung. Da können wir die direkt beobachten. Dazu schicken wir einen entsprechenden gebauten Detektor in die Erdumlaufbahn oder mit einem Ballon noch in der Atmosphäre ganz weit oben. Also ein so ein Detektor, der momentan sehr tolle Daten liefert, ist das AMS-Experiment, das Alpha Magnetic Spectrometer auf der ISS, hier auf der rechten Seite. Und das misst alles, was man so messen möchte. Alles, was man wissen will, kann man da direkt beobachten. Bei den hohen Energien nimmt der Fluss der kosmischen Strahlung, also die Häufigkeit, mit der solche Strahlen auf der Erde ankommen, aber massiv ab. Also hier sind wir zum Beispiel dann bei einer Rate von einem Kilometer, also pro Quadratkilometer kommt dann nur noch ein Teilchen pro Jahr an. Also da kann ich dann mit meinem AMS-Experiment, was nur weniger Quadratmeter groß ist, nichts mehr machen. Da brauche ich einen anderen Ansatz und das hat man gesucht und gefunden. Und zwar kann man sogenannte Luftschauer benutzen, um diese Cosmic Rays bei diesen sehr hohen Energien zu beobachten. Luftschauer, damit meine ich nicht das hier, sondern diese Objekte hier. Also links ist eine künstlerische Darstellung, wie man sich das vorstellt, wie das aussieht. Also die ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber was korrekt ist, ist, dass das also sehr große Objekte sind. Hier ist so ein Größenvergleich in der Stadt dargestellt. Also hier kommt der Cosmic Ray an, macht dann eine Wechselwirkung und dabei entstehen neue Teilchen. Und die sind so energetisch, dass sie auch wieder wechselwirken können. Und insgesamt, wenn man das sehen könnte mit dem bloßen Auge, kann man leider nicht, würde man dann solche Strukturen am Himmel sehen. Und das ist durchaus echt, also das ist eine künstlerische Darstellung, aber es ist nicht so weit weg von der Realität. Hier ist ein echtes Messbild, da hat man die Teilchen sichtbar gemacht mit einer sogenannten Nebelkammer. Das ist hier kein Fenstergitter oder so, sondern das ist Teil der Kammer, das sind Bleiplatten. Die sorgen einfach dafür, dass dieser Schauer in
komprimiert wird und man nicht eine sehr, sehr große Kammer bauen muss. All diese ganzen hellen Striche hier sind geladene Teilchen, die entstehen in diesem Schauer. Man kann das auch simulieren. Ich habe euch mal hier eine Animation mitgebracht von der Universität von Chicago. Das ist Chicago. Wir zoomen ein bisschen raus, weil die Dinger sind ja groß. Da kommt der Cosmic Ray an und ihr seht jetzt hier, also das ist der Zeitverlauf und das ist, ja, die Teilchen, die hier entstehen, werden dann aber nicht gelöscht sozusagen, sondern das ist wie eine Fotoplatte, kann man sich vorstellen. Also jedes Teilchen, was jetzt hier eine Spur gemacht hat, bleibt hier in dieser Simulation auch als Spur zu sehen. In echt wäre das nicht so, kommen wir gleich zu. Ja, also sieht halt aus wie so ein Fächer, ne? Wie so ein Staubwedel. Und was hier unten am Boden ankommt, das könnte man dann zum Beispiel messen und dann hoffen, dass man was lernt über das Teilchen, was da ursprünglich angekommen ist. Hier ist noch eine Animation und die finde ich ein bisschen besser, weil die der Realität näher kommt. Hier werden jetzt die Teilchen nur gezeigt, solange sie existieren und wenn sie dann absorbiert sind, dann sind sie weg. Das heißt, wir sehen jetzt keine Spuren. Wir sehen jetzt das Teilchen zu jedem Zeitpunkt, wo es gerade wäre. Also es ist alles eine Simulation. Und dann sieht man, dass der Schauer eigentlich nicht so wie ein Staubwedel aussieht, sondern eher wie so ein flacher Pfannkuchen, weil die meisten Teilchen werden halt hier an der Spitze erzeugt und stoben dann zur Seite weg. Und man kann schon erkennen, dass man hier die Ankunftsrichtung ganz gut bestimmen kann, indem man hier einfach Detektoren auf den Boden stellt, die messen, wann dieser Pfannkuchen auf dem Boden anguckt und dann kann man das triangulieren, wo der kosmische Strahl herkam. So, hier sind verschiedene Teilchen gekennzeichnet, Hadronen, Myonen, Elektronen und Neutrinos oder Neutronen, das sind Neutronen. Das bringt uns hier zu diesem Schaubild, was uns ein bisschen eher erklärt, was da genau passiert. Also wir haben unseren ursprünglichen kosmischen Strahl, der reagiert mit unserer Atmosphäre. Dabei entstehen in Wechselwirkung neue Teilchen. Zum Beispiel, ja, also die meisten davon, also die sofort entstehen, das sind die Hadronen. Das ist ein Überbegriff für Teilchen, die aus Quarks bestehen. Also da steht das Proton und das Neutron zum Beispiel dazu, aus denen die normale Materie besteht, aber auch instabile Teilchen wie das Pion und das Kaon. Die instabilen Teilchen können dann zerfallen und da kriegen wir dann Teilchen, die wir nennen wir Myon und Neutrinos, also diese Mys hier, das sind die Myon. Das sind so, die sind ähnlich wie Elektronen, nur schwerer und instabil. Also die zerfallen selber auch nochmal nach einer gewissen Zeit. Ja, was auch entsteht, sind neutrale Teilchen und da insbesondere hier das neutrale Pion. Das ist hier nochmal separat gekennzeichnet, weil das sofort in zwei Photonen zerfällt, zwei hochenergetische Lichtteilchen. Und die bilden wiederum auch, also machen weitere Wechselwirkungen mit der Atmosphäre, bei so E+, also Elektronen-Positron-Paare entstehen, die dann auch wieder Photonen erzeugen können und so weiter. Also hier entwickelt sich dann eine separate Photon-Elektronen-Kaskade. Und dabei entsteht auch Licht. UV-Licht genau genommen. Das kann man beobachten. Also das ist eine Möglichkeit, diesen ganzen Prozess hier zu beobachten, ist mit Teleskopen dieses UV-Licht anzuschauen. Was man auch machen kann, ist, wie schon erwähnt, Teilchendetektoren auf den Boden zu stellen, die zum Beispiel diese Myonen sehen kann oder die Elektronen. Und das ist die andere Möglichkeit. Beide Strategien werden verfolgt. In meiner Diplomarbeit habe ich mal einen ganz einfachen Myonzähler gebaut. Deswegen habe ich das hier mal mitgebracht, weil das vielleicht ein bisschen anschaulicher ist als die modernen Experimente. Also der Detektor ist jetzt hier das Schwarze und da hinten ist ein lichtsensitiver Sensor und dieses Schwarze ist quasi transparent. Also wenn da ein Teilchen durchgeht, wird Licht erzeugt und das wird dann, ja, wenn es reflektierend, wird dann an den Detektor geleitet und dann kann ich halt messen, dass da ein Teilchen durchgegangen ist. So, die rauschen auch ganz fürchterlich und um zu sehen, dass es auch wirklich eine Luftschauer jetzt ankam und nicht einfach nur Rauschen war, macht man sogenannte Koinzidenzen. Also man fragt ab, kam dann ein Signal in zwei nicht überlappenden Detektoren hier gleichzeitig an zum Beispiel. Und das kann nur sein, wenn eben dieser Pancake, dieser Pfannkuchen herunterkommt, dann kommen die Teilchen ja gleichzeitig. Und das ist eine Möglichkeit, den Luftschauer als solchen zu erkennen mit dieser Apparatur hier. Und da kam dann noch raus, ich habe dann diese eine Messung gemacht und ich habe das auch versucht zu simulieren mit Modellen und da kam raus, dass in der Messung mehr Myonen zu sehen sind als in der Simulation und das war vielleicht auch schon ein Ohm für das, was ich heute erzählen will.
das ist ein Joke. Also wir wissen nicht genau, woran das lag. Das kann an allen möglichen Dingen lagen. Das war ja nur eine Diplomarbeit. Aber tatsächlich hat man sowas Ähnliches später auch gesehen. Wenn man das professionell machen will, dann braucht man ein großes Experiment, professionell aufgebaut. Da habe ich jetzt hier mal als Beispiel das Pierre-Auger-Observatorium genommen. Das ist das weltgrößte Luftschauerexperiment. Es ist aber nicht das einzige, es gibt noch viele weitere. Und das kombiniert genau diese beiden Beobachtungsmöglichkeiten, von denen ich gesprochen habe. Wir haben ja einen sogenannten Fluoreszenzdetektor, das sind diese UV-Teleskope. Hier sind die sind weißen Toren hier verborgen. Das ist gerade eine Tagaufnahme, wie man ja sieht. Und am Tag ist das Licht von der Sonne so stark, dass die diese empfindlichen Kameras, die dahinter sind, sofort zerstören würden. Deswegen müssen die zu sein und werden nur nachts aufgemacht. Sogar nur bei mondlosen Nächten. Also der Mond ist schon viel zu hell dafür. Ja, und der andere Teil des Experiments, da sieht man ein einziges Element hier. Das ist das Oberflächengitter sozusagen. Das Gitter besteht aus solchen Tanks hier. Da ist Wasser drin und da sind auch ganz lichtsensitive Sensoren. Der Tank ist sonst lichtdicht und wenn ein geladenes Teilchen da durchgeht, entsteht auch Licht und das kann man messen. Und davon gibt es hier beim Pierre-Auger-Observatorium 1660 Stück und das ganze Experiment deckt 3000 Quadratkilometer ab. Das ist die Fläche des Saarlands ungefähr. Und da gibt es schöne Videos auf YouTube, die ich euch auch nicht vorenthalten will, die das Ganze illustrieren. Also jetzt kommt hier dieser Pfannkuchen aus Teilchen an und hier haben wir unser Oberflächenarray. Jetzt sind diese Tanks, von denen ich gerade einen gezeigt habe. So, und wenn jetzt das Teleskop den Vorhang auf hat, dann fällt das Licht also auf so einen Spiegel von dem Luftschauer und dann auf eine Kamera und macht dann so einen laufenden Lichtpunkt, der wird dann aufgezeichnet. Das passiert wahnsinnig schnell. Das ist in dem Bild natürlich, oder im Video sieht das alles ganz langsam aus, aber das passiert innerhalb von Mikrosekunden. Das ist das wieder vorbei. Deswegen braucht man da so eine sehr schnelle, sehr sensitive Kamera. Und hier ist noch einmal der Tank zu sehen. Jetzt kommen ein paar kosmische Teilchen aus dem Luftschauer und machen dann so ein Licht hier in dem Wassertank und diese drei Kugeln da, das waren die Lichtsensoren. Photomultiplier heißen die, vielleicht kam das hier schon mal vor in der Reihe. Gut, also so sieht das gesamte Experiment nochmal im Schaubild aus. Jeder dieser Punkte hier ist einer von diesen Tanks. Und hier war jetzt ein entsprechender Cosmic Ray oder ein Luftschauer gemessen worden. Diese farbigen Punkte sagen, dass da Treffer waren. Gleichzeitig hat das Teleskop hier auch eine Lichtkurve aufgezeichnet entlang der Schauerachse. Und so vermisst man also die kosmische Strahlung. Man sieht das Teilchen nicht, man sieht nur diese ganzen Sekundärteilchen, die das in der Atmosphäre erzeugt. Wie auch hier in diesem Bild angezeigt. Ne? Da oben sehe ich nicht, was da ankommt. Das ist hier nur das, was sekundär erzeugt wird. Dies, was da auf dem Boden ankommt, kann ich ein bisschen genauer analysieren, indem ich die Signalstärke als Funktion vom radialen Abstand zu dieser Achse anzeige. Daraus kriege ich dann zum Beispiel die Zahl der Myon raus. Was ich auch noch messen kann, ist diese Tiefe des Schauermaximums. Also hier ist ein klar ausgeprägtes Maximum der Lichtkurve. Das ist, nennen wir Xmax oder Tiefe des Schauermaximums, weil da der Schauer seine größte Stärke hat und danach fällt er wieder ab. Also dann nehmen die Teilchenzahl wieder ab. Wenn man diese Kurve hier aufintegriert, dann kriegt man die Energie des ursprünglichen Teilchens, weil das verliert seine komplette Energie im Endeffekt durch Teilchenproduktion in der Atmosphäre und nimmt dann entsprechend, also das können wir dann beobachten und darauf auf die Energie zurückschließen. Auf die Richtung, habe ich ja schon erwähnt, kann man durch diese Ankunftszeiten zurückschließen und die Identität des Teilchens, also was für eine Masse genau genommen es hatte, ob es jetzt ein Proton oder Eisenkern oder ein Sauerstoff oder Stickstoff war, das kriegt man über dieses X-Max und die Zahl der Myonen, die am Boden ankommen. Soweit, so gut. Also so können wir kosmische Strahlung vermessen. Ja, die Myonen habe ich immer wieder erwähnt, weil da gibt es ein Problem jetzt. Also wir könnten jetzt glücklich sein, aber das Niantur oder unser aktueller Kenntnisstand lässt uns nicht glücklich sein. Und nämlich, wenn wir versuchen, diese beiden Messungen des Schauermaximums und der Myonzahl zusammenzubringen, dann passt das nicht. Und das ist im Prinzip schon sehr lange bekannt.
Also ich müsste jetzt eigentlich über beide Arten und Weisen die Masse bestimmen können und das müsste ja dann dieselbe Masse rauskommen. Aber es stellt sich heraus, dass da unterschiedliche Masse rauskommt. Das ist jetzt hier so indirekt gezeigt oder ja, also hier ist ein sehr altes Experiment, das ist schon 20 Jahre alt. Da wurde in einem bestimmten Energiebereich gemessen, hier die Myondichte in so Luftschauern. Und die Daten sind durch die schwarze Linie hier gekennzeichnet und diese helleren schwarzen Linien, das sind Simulationen. Und die untere Linie ist für Protonensimulation, also Protonschauer ist das Leichteste, was man so erwartet. Und dann die Oberlinie ist für Eisenschauer, das ist das schwerste Teilchen, was man erwartet. Und die Messungen liegen dann noch darüber. Das kann irgendwie nicht sein. Das müsste irgendwas dazwischen sein. Das passt schon mal nicht. Und genauer wurde das eben mit dem Piaget-Observatorium gemessen, ganz kürzlich. Hier ist die Energie etwas höher. Hier ist die Messung. Das ist wieder hier eine Skala, die sagt, wie viel Myon in dem Schauer drin waren. Und das ist die Energie des Schauers. Naja, und hier sind die Messungen. Und hier sind jetzt wieder Simulationen, diese farbigen Punkte. Da gibt es verschiedene, die sind sich also nicht ganz einig. Aber der Punkt ist, dass sie alle unterhalb der Messung liegen. Und der Unterschied zwischen hier und links und rechts ist, dass hier schon die Massenzusammensetzung mit eingerechnet wurde. Also man kann die ja aus den sogenannten X-Max-Daten kann man die bestimmen und versuchen dann vorherzusagen, wie viel Myon man sehen müsste, wenn das X-Max halt so ist, wie es eben ist. Und dann findet man raus, dass das also immer noch nicht passt. Und das ist das Myon-Rätsel. Wir sehen mehr Myon in diesen Schauern, als man von der Standardphysik, die man da reinsteckt, erwarten würde. So, das war jetzt nur ein Experiment, aber wir haben das tatsächlich in ganz vielen Experimenten gesehen. Um das sichtbar zu machen, weil diese Experimente die Myon alle irgendwie unterschiedlich messen, musste man noch so eine besondere Skala einführen, diese Z-Skala, dann mal den Logarithmus der Myonzahl und zieht hier so Simulationen ab und teilt nochmal durch die Differenz in der Simulation von Eisen- und Protonschauern. Ist nicht so wichtig. Wichtig ist hier eher, dass das Z eigentlich damit ja bestimmt ist und man kann es auch aus der Masse berechnen. Wenn man die Masse kennt, über die X-Max-Messung zum Beispiel, kann man das ausrechnen. So, und der Unterschied zwischen diesen beiden, also das Z über diese Myonzahl bestimmt und das Z über X-Max bestimmt, der müsste halt 0 sein. Das Z nimmt aber zu als Funktion der Schauenergie. Das ist, was diese beiden Grafiken hier zeigen. Diese farbigen Punkte, das sind alles Messungen. Diese Linien sind Ausgleichsgeraden, die sollen einfach hier das Auge führen. Und ja, eigentlich müsste dieser Unterschied zwischen diesen beiden Z und Z-Maß, müsste 0 sein, wenn alles richtig beschrieben ist. Und das ist auch bei diesen Energien hier der Fall, aber dann geht das halt irgendwie hoch. Und bei den hohen Energien, die roten Punkte sind vom Piaget-Observatorium, da ist es ganz eindeutig nicht mehr 0, sondern sogar schon 1, der Unterschied. Und das ist egal, welches, also das hier hängt noch von den Simulationen irgendwie ab und dann könnte man ja sagen, na gut, vielleicht ist dieses Modell, diese Simulation ist ja falsch, aber man findet irgendeine andere, die das dann richtig beschreibt, aber man findet keine, die das richtig beschreibt. Also egal, welche Simulation man nimmt, das ist immer so. Ja, das ist also ein Rätsel und wir versuchen das immer noch zu verstehen. Man kann dann fragen, könnten Ursachen sein dafür. Also entweder haben vielleicht diese Luftschauerexperimente einfach irgendwas falsch gemessen. Das können wir fast ausschließen mittlerweile, weil eben verschiedene Experimente diese Beobachtung machen. Also im Bild davor hat man gesehen, gibt es eine gewisse Streuung, aber gerade die besonders guten, professionell geführten Experimente zeigen das. Also das ist eigentlich jetzt etabliert. Dann kann man fragen, vielleicht passiert ja irgendwas ganz Exotisches bei dieser kosmischen Strahlung. Die ist sehr, sehr hochenergetisch, höher, hat höhere Energien als alles, was wir auf der Erde erzeugen können. Vielleicht passiert da irgendwas, was wir nicht verstehen. Das Problem ist allerdings, dass fast alle anderen Aspekte des Luftschauers sehr gut beschrieben werden durch unsere Standardsimulationen, die wir haben. Zum Beispiel auch die Zahl der Fluktuation oder die Stärke der Fluktuation in der Myonzahl. Das ist so eine. Diese Fluktuation in der Myonzahl, also Schauer entwickeln sich nicht immer gleich. Und wenn man die Fluktuation der Myonzahl anguckt für Schauer von einer bestimmten Energie, dann kriegt man diese Grafik hier. Und da stimmen die Datenpunkte in Schwarz mit den farbigen Simulationen wunderbar überein. Also hier sind es diese Balken, hier sind Fehlerbalken. Also innerhalb der Fehler oder der Unsicherheiten ist das alles kompatibel. Das würde ganz anders aussehen. Also wenn es exotische Physik geben würde, dann würden wir hier auch Abweichungen sehen. Das ist,
wahrscheinlich nicht der Grund. Ich habe hier nur ein oranges Häkchen dran gemacht, weil man das immer nie ganz ausschließen kann. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Dann kann man fragen, vielleicht die Myonzahl passt nicht. Ja, vielleicht werden ja die richtige Zahl der Myonen erzeugt. Aber dann werden irgendwie mehr absorbiert oder weniger als wir erwarten. Das ist aber auch schwer vorzustellen. Also die Myonabsorption ist sehr gut verstanden. Da gibt es vielleicht noch so 5%-Effekte oder so, die aber zu klein sind, um diese große Diskrepanz zu verstehen. Dann bleibt also nur die Teilchenphysik übrig. Teilchenphysik steht hier auch als Möglichkeit da, weil der Luftschauer ja eine Teilchenkaskade ist. Dann komme ich wieder nochmal zu diesem Bild zurück. Ich habe mein Primärteilchen, also am Anfang ist es ja nur eins und dann macht es eine Wechselwirkung. Da kann schon irgendwas passieren, was wir vielleicht nicht verstehen. Und in den ganzen Folgewechselwirkungen auch, weil die Myonen, die entstehen ja nicht direkt durch den kosmischen Strahlen, sondern in diesen ganzen Wechselwirkungen und genau genommen sogar nur am Ende dieser Kaskade. Also was hier eigentlich passiert ist, es werden ganz viele Hadronen, also von diesen Teilchen welche produziert und die Energie muss dann erst klein genug werden pro Hadron, also das passiert nach 10 oder so Wechselwirkungen, dass dieses Hadron dann zerfällt und nicht so, weil hohe energetische Hadronen, die wechselwirken einfach nochmal in der Atmosphäre. Nur wenn die Energie genügend niedrig ist, zerfallen die endlich mal in Myonen. Das heißt, die Myonen, die sind sind Boten der Ende dieser hadronischen Kaskade. Und alles, was davor passiert in dieser Kaskade, müssen wir eigentlich verstehen, um die Zahl der Myonen zu verstehen. Und da sind wir dann bei Teilchenphysik. Also die muss man korrekt beschreiben. Bei all diesen Energien, die dann eine Rolle spielen, von den ganz hohen Energien bis zu ganz niedrigen Energien. Und das haben Leute natürlich schon simuliert, sonst könnte man diese Luftschauersimulation gar nicht zeigen. Da steckt man also alles rein, was man irgendwie kennt an Standardphysik, die zum Beispiel am Beschleuniger gemessen wird, zu dem wir auch noch kommen. Und wenn man das macht und dann versucht, da mal ein paar Parameter zu ändern und zu versuchen, das Myon-Rätsel zu aufzulösen, dann stellt man fest, was kann man zum Beispiel ändern? Man könnte die Zahl der Hadronen, die in so einem Teilchenstoß erzeugt werden, das ist so ungefähr 10 vielleicht, die könnte man einfach mal mehr oder weniger machen. So, das ist zwar vielleicht nicht irgendwie durch Standardphysik erlaubt, aber man kann es ja einfach mal dran wackeln an diesem Parameter. Und dann findet man heraus, dass sich tatsächlich die Myonzahl ändert, aber dieses X-Max, das ändert sich auch. Und es ändert sich beides so in der Art und Weise, dass die Modellvorhersage hier wäre die graue Linie und diese veränderten Modellvorhersagen, das wären die blauen oder die roten, die sind einfach nur parallel verschoben. Und hier habe ich einen Datenpunkt, also das ist jetzt für einen Luftschauer bei 10 hoch 19 Elektronenvolt, das ist irgendeine bestimmte Energie, da ist die Messung hier ein einziger Punkt, ich habe nur eine Energie, habe ich nur eine Art von Schauer. Hier auf der Y-Achse ist die Myonzahl und hier ist X-Max und ja, kriege ich halt eine Messung. Und die Simulationen sagen mir, alles, was es irgendwie gibt zwischen Proton und Eisen, müsste hier auf dieser Linie liegen, dieser grauen Linie. Und wenn ich an diesem Parameter der Zahl der Hadronen, die ich produziere, wackel, dann verschiebt sich die nur zu sich selbst. Was ich eigentlich erreichen will, ist, dass diese Linie nach oben wandert, sodass sie mit diesem Datenpunkt übereinstimmt. Diese eckigen Klammern hier, das sollen die Unsicherheiten des Datenpunkts darstellen. Also wenn ich da innerhalb dieser Klammern bin, dann bin ich auf der richtigen Seite. Wenn ich da außerhalb liege, dann ist das schlecht. So, also mit dieser Zahl der Hadronen kann man das nicht machen, aber man kann was anderes ändern, und zwar dieses R hier. Wenn man das kleiner macht, dann wandert die Linie tatsächlich nach oben. Wenn man es größer macht, wandert sie nach unten, aber das hilft uns ja nicht, wenn wir es nach oben haben. Und was ist dieses R? Das ist die Energie, die in sogenannten neutralen Pionen drin steckt und die Energie, die in allen anderen Hadronen drin steckt, die bei so einer Teilchenwechselwirkung erzeugt werden. Also Hadronen habe ich schon mal vorhin erwähnt. Das sind zum Beispiel eben das Proton und das Neutron, aber auch das Pion und das Kaon. Also die muss ich ja alle zählen im Nenner. Und im Zähler zähle ich nur die Energie, die in den sogenannten Pinols drin sind. Pinols sind eben instabile Hadronen, die zerfallen. Und die Pinols, die zerfallen besonders schnell und machen mir die Photonen. Und die Photonen machen mir am Ende keine Myonen mehr. Also dieses Verhältnis hier definiert, wie viel Myonen ich bekomme in so einem Luftschauer. Das muss ich also messen. Wenn ich jetzt zu einem Beschleuniger hingehe, muss ich jetzt bei allen möglichen Energien, die im Luftschauer eine Rolle spielen, muss ich dieses R hier messen und gucken, ob ich das aktuell richtig beschreibe oder ob sich da irgendwas Besonderes, irgendwas Neues ergibt, was ich noch nicht verstanden habe.
Ja, und das Problem ist, dass dieses R eigentlich fix ist. Also die Standardtheorie dazu sagt uns, dass Hadronen ungefähr so gebildet werden. Das ist hier so ein Zeitstrahl von links nach rechts. Also man hat hier irgendeine primäre Wechselwirkung. In diesem Fall ist es so eine Elektron-Positron-Annihilation. Da wird so ein Photon kurzzeitig erzeugt, was dann aber wieder ein Quark-Antiquark-Paar macht. In diesem Fall hier ein U und ein Anti-U. Das sind ja U-Seiten-Quarks. Zusammen mit dem D, die beiden leichtesten Quarks. Naja, und die fliegen jetzt auseinander, weil sie so einen gewissen Impuls abgekriegt haben. Und da spannt sich dann ein sogenannter String, ein Faden zwischen ihnen. Das ist eine Eigenschaft der starken Wechselwirkung. Und diese Energiedichte hier in diesem Faden, die nimmt immer weiter zu, bis irgendwann ein neues Quark-Antiquark-Paar aus dem Vakuum erzeugt wird. Und dieser Prozess wiederholt sich dann halt, bis der Impuls aufgebraucht ist. So entstehen Hadronen. Dann stehen eben die Pionen und die Protonen und die Neutronen und diese Kaonen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und das Verhältnis von denen zueinander ist im Prinzip definiert durch diese Spannung, die dieser String hat. Die ist fix, die ist immer gleich bei allen Wechselwirkungen. Das heißt, wir sollten eigentlich auch genau dieselben relativen Anzahlen von Pionen zu Protonen und so weiter, all diese Ratios hier von diesen Teilchen, im Mittel sollte die fest sein. Und im Mittel möchte ich sie aber ändern, sonst kriege ich das R nicht kleiner. Aber in der Standardtheorie ist das nicht vorgesehen. Und diese Theorie wurde auch durch Daten gestützt. Also das war lange Zeit oder ist lange Zeit war das als korrekt angesehen. Aber gut, in der Wissenschaft kann man ja neue Daten nehmen und dann mal seine Meinung ändern. Und dafür braucht man sehr hochenergetische Daten und die höchstenergetischen Beschleunigungsdaten, die wir bekommen können, sind von dem sogenannten Large Hadron Collider nahe Genf. Also das CERN ist das Labor und der Large Hadron Collider ist der größte Beschleuniger vom CERN. Der hat 27 Kilometer Durchmesser. Das ist hier diese orange Spur. Wenn Sie mal wenn ihr mal in Genf seid, könnt ihr davon nichts sehen, weil der ist nämlich unterirdisch. Auch diese Experimente, die vier großen, ALICE, ATLAS, CMS und LHCb, kann man nicht sehen, die sind alle unterirdisch. Es liegt unter anderem an der kosmischen Strahlung, die will man bei diesen Messungen nämlich nicht als störenden Effekt dabei haben. Aber die ist immer da, die kann man nicht abschalten. Also legt man seinen Detektor oder sein Experiment einfach unterirdisch. Dann wird zumindest ein Teil davon absorbiert. Gut, das ist der Beschleuniger. Der macht sehr hohe Energien, 13 TeV. Das sagt einem vielleicht nicht unbedingt was, aber das ist die höchste Energie, die es auf der Erde erzeugt wird, also für Teilchenbeschleunigung, nicht die höchste Energie insgesamt. Und so sehen die vier Experimente aus, die da messen. Also man hat mehr als eins, weil man, wenn es nur ein Experiment irgendwas gemessen hat, dann glaubt man das noch nicht. Aber wenn dann zwei unterschiedliche Experimente das beide gleich sehen, dann glaubt man, dass es nicht am Experiment liegt, sondern dass es echt ist. Deswegen haben wir also vier. Die beiden, die zum Beispiel auch das Higgs gefunden haben, war das ATLAS-Experiment und das CMS-Experiment. Und dann gibt es noch das LHCb und ALICE-Experiment, die sind etwas spezialisierter. Die wurden jetzt nicht speziell für die Higgs-Suche gemacht. Das Higgs ist das Teilchen, was den anderen Teilchen in seiner Masse gibt, also den meisten von denen zumindest. Ja, also wir werden uns jetzt auf diese beiden hier, ALICE und LHCb, konzentrieren. Die machen nämlich Hadronenphysik. Das ist genau das, was wir für den Luftschauer brauchen. Aber es gibt noch einen wichtigen Unterschied zwischen ALICE und LHCb. ALICE ist ein eher typischer Detektor. Hier kreuzen sich die beiden Strahlen aus dem LHC, also der beschleunigt nicht nur einen, sondern zwei, und die werden dann direkt aufeinander prallen lassen. Also lässt man direkt aufeinander prallen. Und dabei werden ganz viele Teilchen erzeugt und jede Menge davon fliegen so seitlich weg. Und der Detektor ist entsprechend so gebaut, diese seitlich wegfliegenden Teilchen zu messen. LHCb ist etwas anders. Da kollidieren die Teilchen hier und man sieht nur die Teilchen, die in eine Richtung von dem Strahl fliegen. Also der Strahl geht hier durch, dieses ganze Ding sieht man nicht, weil ja, das ist quasi außen drumherum gebaut um die Strahlachse. Also hier kollidieren die Teilchen und alle, die in eine Richtung fliegen, die werden dann durch diese ganzen Geräte hier genau vermessen. Und die in die andere Richtung gehen, die interessieren uns nicht. Das ist nicht so schlimm, weil ja. Also wenn ich Proton auf Proton schieße, dann ist es egal, auf welcher Seite ich da messe. Auf der anderen Seite passiert genau das Gleiche.
Und wenn ich mal Proton auf Bleikerne zum Beispiel schieße, was auch im LHC schon gemacht wurde, ja, dann stelle ich einfach die Beams einfach um. Ne? Dann mache ich einmal die Protonen, schicke ich hier durch und einmal schicke ich den Blei hier durch. Wenn ich das beides abwechselnd messe, dann habe ich auch alles gesehen, was ich wissen will. Und ich spare mir halt, den Detektor doppelt zu bauen. Also deswegen ist das so gemacht. Das Besondere an LHCb ist, es hat diese spezielle Vorwärtsgeometrie. Da schmiegen sich die Detektoren ganz dicht um die Strahlachse. Das ist bei Alice halt nicht der Fall. Also hier sieht man besonders die Teilchen, die, sagen wir mal, sehr kleine Winkel zur Strahlachse haben. Und das sind besonders die, die für Luftschauer interessant sind. Hier ist nochmal ein Foto, aber weil ich jetzt schon in der Zeit ziemlich spät bin, überspringe ich das mal. Also der Wechselpunkt ist hier und das sind ja alles Detektoren. Dieses ganze diese Gerüste hier, dahinter verstecken sich die Detektoren. Ja, das überspringe ich jetzt auch mal. Kommen wir noch zu dem interessanten Punkt, was LHC beobachtet wurde und was vielleicht für unser Myon-Rätsel sehr relevant sein könnte. Das wurde jetzt hier wiederum vom ALICE-Experiment beobachtet, zum ersten. Die haben gemessen, diese Verhältnisse, wie oft werden bestimmte Teilchen produziert? Und die haben sich insbesondere interessiert dafür, wie oft werden bestimmte sogenannte seltsame Teilchen produziert. Das sind Hadronen, die ein seltsames Quark enthalten. Ein Strange Quark heißt das. Strange ist Englisch für seltsam. Und die haben festgestellt, dass diese Hadronen, die seltsame Quarks enthalten, die werden umso häufiger produziert, relativ zu Pion. Das ist, was diese Achse hier sagt, die Häufigkeit relativ zu Pion, wenn das Ereignis besonders viele Spuren enthielt, also wenn besonders viele geladene Teilchen bei der Wechselwirkung erzeugt wurden, dann gab es auch mehr von diesen strangen Teilchen. Das klingt erstmal logisch, ja, wenn ja mehr Teilchen produziert, dann werden auch mehr strange Teilchen produziert, aber es werden relativ zu Pion mehr Teilchen produziert. Also Pion sind sowieso die allerhäufigsten, das heißt, die machen hier die meisten aus von denen. Und relativ zu Pion werden ja aber noch viel mehr von diesen anderen produziert, wenn die Dichte allgemein zunimmt. Und das war nicht erwartet. Vor allen Dingen war das nicht erwartet, dass das in Proton-Proton-Stößen der Fall ist. Bei ganz schweren Stößen von Blei auf Bleikern zum Beispiel hatte man das vorher schon gesehen, aber nicht bei Proton-Blei-Stößen und auch nicht bei Proton-Proton-Stößen. Ja, warum ist das relevant? Also wenn ich halt mehr von diesen strangen Teilchen mache, dann habe ich ja weniger Pion, weil, ne, wenn hier irgendwas hochgeht, die Energie ist erhalten, dann muss irgendwas anderes runtergehen. Da sieht man hier zum Beispiel auch die Protonen. Die oberste Linie ist für Protonen, die nehmen ab, weil alles andere zunimmt. Naja, und das heißt auch, dass diese Pinuls abnehmen. Und wir wollen ja weniger Pinuls haben für unsere Myon-Rätsel. Und das ist halt ein Mechanismus, der vorher nicht bekannt war, der genau das macht, dass weniger Pinuls erzeugt werden und damit weniger Energie dafür bereitsteht und dieses R sinkt, so wie es haben muss. Ob das alles noch mit der richtigen Größenordnung passiert, also ob ich wirklich da meine 10-20% Änderung erreiche, das wissen wir noch nicht genau. Da forschen wir noch dran. Eine andere Sache, an der wir auch noch forschen und die bislang oder bis vor kurzem auch nicht klar war, war, dass es Alice misst die Teilchen, die ja zur Seite weggehen. Aber der Luftschauer ist nicht dominiert durch diese Teilchen, die zur Seite weggehen, sondern durch die ganze Physik passiert eigentlich durch Teilchen, die nach vorne weggehen. Und LHCb hat dazu auch eine Messung gemacht, sogenannten B-Hadronen, wo eine davon enthält ein stranges Quark und das andere nicht. Und aus dem Ratio, also aus diesem Verhältnis von den beiden, kann man dann wieder so eine Kurve wie hier formen. Also wenn das Verhältnis höher wird, dann heißt es auch einfach, dass mehr strange Teilchen erzeugt werden. Und das haben die auch gemessen, wieder als Funktion von der allgemeinen Teilchendichte im Ereignis. Und da sieht man auch so einen Anstieg. Das ist das erste Mal, dass das vorwärts, also in der Vorwärtsrichtung beobachtet wurde. Kam vor kurzem gerade raus oder ist noch nicht ganz veröffentlicht, aber man kann es schon auf dem Archive sehen. Gut, das bringt mich zur Zusammenfassung. Also die kosmische Strahlung ist spannend, weil sie Boten sind von den extremen Prozessen im Universum. Die hochenergetischste Strahlung, also die mit den höchsten Energien, die es überhaupt gibt, die werden mit Luftschauerdetektoren gemessen. Das kann man nicht mehr mit Satelliten machen. Dadurch hat man aber das Problem, dass man sich mit diesem Luftschauer auseinandersetzen muss. Da gibt es das Myon-Rätsel. Also ich muss diesen Luftschauer genau zu verstehen, muss ich ihn simulieren. Und man findet aber raus, dass bei den Simulationen irgendwas nicht stimmt, weil eben mehr Myon als von den Modellen her vorhergesagt werden, gemessen werden.
solange das nicht richtig verstanden ist, hat man Schwierigkeiten, diese Daten zu interpretieren, diese Luftschauerexperimente liefern. Der wahrscheinlichste Ursprung ist, dass eben mit der Teilchenproduktion, der Hadronenteilchenproduktion, irgendwas nicht stimmt. Und da brauchen wir vielleicht eine neue Art von Teilchenproduktion. Das ist jetzt keine neue Physik, so wie es üblicherweise von den Leuten verwendet wird. Also es kommt keine neue Kraft hinzu. Zu unseren vier Kräften brauche ich keine fünfte Kraft, um das zu erklären. Und ich brauche auch kein neues Teilchen, das es vorher nicht schon gab. Aber es passiert irgendwas Interessantes, wenn ganz viele Teilchen gleichzeitig produziert werden. Und das ist neu. Auch wenn es sozusagen normale Physik ist. Und das liegt an der starken Kraft. Die hält die Atomkerne zusammen und die macht auch diese Hadronenphysik. Und das ist eben die Vorstufe für die Myonproduktion im Luftschauer. Und im Grunde können wir das genau beschreiben. Also wir haben die fundamentalen Gleichungen haben wir. Aber man kann es nicht gut ausrechnen, alles was mit der starken Kraft passiert. Das kann ich vielleicht bei Fragen dann nochmal beantworten. Also sind noch nicht alle Effekte verstanden. So ist es möglich, dass hier noch was Neues passiert, was wir noch nicht theoretisch vorhersagen können. Ja, und ein Fakt ist, dass eben mehr von diesen seltsamen Teilchen erzeugt werden. Das könnte eben Schlüssel für das Myonrätsel sein. Und das LHCb-Experiment ist da, hat eine besondere Schlüsselrolle, weil es die Vorwärtsproduktion misst. Gut, damit will ich jetzt schließen. Tut mir leid, ich bin etwas spät in der Zeit. Ich möchte aber auch noch auf den nächsten Vortrag in dieser Reihe hinweisen, der wirklich sehr spannend klingt. Also das ist jetzt schon in 2 Tagen, geht es weiter in dieser Reihe. Mit diesem Vortrag über Eisvulkane, Ozeane und Lavawelten, also eine Reise zu den Monden im Sonnensystem von Dr. René Heller. Ja, und wenn euch dieser Vortrag gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt, damit ihr solche Vorträge nicht mehr verpasst in Zukunft. Gut, damit würde ich jetzt zu den Fragen kommen. Eine Frage steht hier schon im Chat. Und da ist die Frage, stimmt es, dass bei der Entdeckung des Neutrons vor 90 Jahren auch kosmische Strahlung eine Rolle spielte? Ja, also da habe ich leider nicht drauf eingehen können, aber die Geschichte der ganzen Teilchenphysik hat eigentlich mal mit der kosmischen Strahlung angefangen. Und zwar liegt es einfach daran, dass wir solche tollen Beschleuniger wie den LHC natürlich nicht hatten. Also das musste erst erfunden werden. Die kosmische Strahlung war aber schon immer da. Also die hat ja Victor Hess schon. Ich gehe mal zurück zum Victor Hess. Der gute Victor. Der hat ja schon kosmische Strahlung gemessen, obwohl er einfach nur so 2 geladene Metallplatten hatte. Und was die Leute dann auch gemacht haben, ist, sie haben dann zum Beispiel so ähnlich wie dieses Experiment hier, was ich hier, wo ist der Luftschauer, so etwas hier. Das ist auch relativ einfach. Da braucht man eine Nebelkammer und muss das fotografieren und so. Mit so einem ähnlichen Experiment hat man zum Beispiel das Positron gefunden, das Antiteilchen zum Elektron. Ob das Neutron auch hier kosmische Strahlung gefunden wurde, glaube ich nicht. Bin ich aber auch nicht ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall mit Sicherheit, dass das Positron in der kosmischen Strahlung zuerst gefunden wurde. Die nächste Frage, zu diesem Bild hier, Verständnisfrage zum Bild mit den vielen Streifen, laufen die Teilchen durch die Bleiplatten? Ja, genau. Also die Blei ist ja erstmal sehr massiv, aber diese Teilchen sind so stark, so hochenergetisch, dass die machen dann auch Wechselwirkungen innerhalb von dem Blei. Und ein paar Teilchen bleiben dann auch dann stecken in dem Blei. Aber viele von dem sind so hochenergetisch, dass sie auch wieder austreten aus dem Blei. Also das sieht man hier. Hier ist am Anfang nur einer. Und dann passiert hier irgendwas. Und in der nächsten Stufe, wo man wieder was sehen kann, weil da wieder das Gas, also das der Nebel ist, da habe ich schon ganz viele Teilchen. Ne? Also dazwischen ist irgendwas passiert. Also Strahlen laufen durch die Bleiplatten durch. Und das ist übrigens auch der Grund, warum der LHC und seine Experimente 100 Meter tief unter der Erde sind, weil die laufen auch in die Erde rein. Also 100 Meter tiefer haben sie immer noch, oder habt ihr immer noch Teilchen übrig, die aus kosmischen Wechselwirkungen kommen. Nächste Frage ist, wie wirken sich die Strahlenquellen und Magnetfelder aus, die wir hier auf der Erde selbst verursachen? Bleibt damit die kosmische Strahlung beim Erdeintritt bahnkonstant? Ja, also das Erdmagnetfeld hat auch einen Einfluss auf die Bahn der kosmischen Strahlung.
Das ist zum Beispiel ein Teil des Grundes, warum, also das ist ja hier die Häufigkeit der kosmischen Strahlung als Funktion der Energie. Ich habe zu dem Bild nicht viel erklärt, aber ja. Dieser Bereich hier, dieser ganz niederenergetische Bereich, dieses Abknicken hier, das kommt unter anderem davon, weil unsere Sonne einen Sonnenwind erzeugt, der erträgt auch Magnetfelder und die halten Teil von der kosmischen Strahlung, die sonst so außerhalb unseres Sonnensystems durch die Gegend fliegt, davon ab, in unser Sonnensystem überhaupt erst einzudringen. Sonst würde dieses Spektrum nämlich einfach hier oben gerade weiterlaufen, dass es hier so abknickt, liegt an Magnetfeldern. Und auf der Erde passiert das auch. Also ein Teil der ganz niederenergetischen kosmischen Strahlung wird auch vom Erdmagnetfeld abgelenkt. Das ist auch gut so, weil ansonsten hätten wir hier viel zu viel Strahlung auf der Oberfläche. Und ja, gut, das Leben würde sich anpassen wahrscheinlich, aber das wäre für die Entstehung des Lebens war das gut, dass wir ein Magnetfeld haben auf der Erde. Die nächste Frage ist, hängt die Breite von Luftschauern von der Teilchenenergie ab? Ja, das ist tatsächlich so. Habe ich auch nicht erklärt, aber je höher die Energie, desto breiter werden die. Also ja, kann ich jetzt nicht genau sagen, bei welcher Energie wie groß, aber bei den ganz hohen Energien, die das Pierre-Auger-Observatorium vermisst, das wäre jetzt hier so wirklich am Ende von dem Spektrum, wo überhaupt noch was kommt, da sind die Luftschauer viele Kilometer breit. Und deswegen reicht es auch aus, dass man Teilchendetektoren nur in 1,5 Kilometer Abstand auf dem Boden hinstellt. Das ist völlig ausreichend. Wenn der Schauer irgendwie 10 Kilometer breit ist, dann brauche ich nur alle 1,5 Kilometer was messen, weil der sich ansonsten ja sehr regulär verhält. Die nächste Frage, Myonen sind doch extrem kurzlebig. Wie kann man das überhaupt messen? Ja, das stimmt. Sie sind, also ja, Lebensdauer habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber sie leben deswegen so lang, weil das liegt an der Zeitdilatation. Also die sind so schnell, dass deren interne Uhr langsamer läuft als unsere Beobachteruhr. Und das führt dazu, dass sie auch langsamer zerfallen, weil die Geschwindigkeit, in der sie zerfallen, hängt von ihrer internen Zeit ab, sozusagen. Und die haben dann so hohe Energien, dass ja, die Lebensdauer künstlich verlängert wird. Also das ist auch ein Argument, wenn man nicht an Relativitätstheorie glaubt, dann das würde alles gar nicht funktionieren, dass wir überhaupt so viel Strahlung auf dem Boden ankommen haben von der kosmischen Strahlung. Also man würde viel weniger Myonen bekommen, wenn es diese Zeitdilatation nicht geben würde, weil die Myonen eigentlich so kurzlebig sind, die ganze Atmosphäre zu durchqueren, aber sie schaffen es eben trotzdem, weil sie so hochenergetisch sind. Genau, dann die nächste Frage. Inwieweit werden bei den Simulationen eben so relativistische Effekte berücksichtigt? Also so einer, wie ich gerade erwähnt habe. Die werden alle berücksichtigt. Also Relativitätstheorie ist in den Standardmodellen immer drin. Das ist für normale Physik oder so. Also unsere Alltagsphysik ist das ja nicht relevant. Aber die gesamte Teilchenphysik, auch die am LHC, die rechnen immer alles relativistisch. Und das haben wir auch gut verstanden. Also das ist eigentlich kein Problem. Nächste Frage. Wem bzw. wann fiel eigentlich zuerst auf, dass bei kosmischen Myonen die Zeitdilatation aus der speziellen Relativitätstheorie berücksichtigt werden muss? Ja, also das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wem das zuerst aufgefallen ist. Das war den Leuten aber schon relativ früh klar. Also Hess vielleicht, also bei Hess wird es dann schon schwierig. Der hat ja 1911 überhaupt erstmal kosmische Strahlung entdeckt und da war von Myon noch nicht die Rede. Also Myon kannte man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist ja aber ungefähr auch die Zeit, wo die spezielle Relativitätstheorie schon bekannt geworden ist. Also wann genau das Myon entdeckt war, habe ich jetzt auch nicht rausgesucht. Das war aber deutlich später. Also da musste man das schon gewusst haben, dass man die Zeitdilatation berücksichtigen muss. So, nächste Frage. Kann man als Hobbybastler selbst einen Detektor für kosmische Strahlung bauen? Ja, wenn man also das Wichtige ist, dass man einen sehr sensitiven Lichtdetektor findet, so wie einer, wie der in diesem schwarzen Rohr da drin ist, Photomultiplier. Die sind schwierig zu bekommen. Es gibt auch aber modernere Varianten, die heißen dann Silikon-Photomultiplier. Die sind wahrscheinlich etwas einfacher zu kriegen. Also im Prinzip kann man sowas bauen. Das ist
diesen Scintillator. Das ist so eine spezielle Form von Plastik. Also wenn man genug Geld hat, kriegt man das schon hin. Und wenn man weiß, wo man sowas kriegt, also bei Amazon vielleicht nicht. Gut, den Scintillator kann man sich aber auch sparen. Also man braucht ja im Prinzip nur ein Gewässer, also eine lichtdichte Badewanne sozusagen. Und dann muss man da noch mit dem Wasser, aber so, dass es nicht korrodiert, irgendwie diesen Lichtsensor in Kontakt bringen. Und dann hat man sich schon einen Teilchendetektor gebaut. Das geht, müsste gehen. Einfach mal nach googeln, würde ich vorschlagen. Es könnte gut sein, dass es tatsächlich Anleitungen dafür gibt, weil dieses, was wir hier gebaut haben, war auch als Idee gedacht, dass es Schulen selber bauen können. Also die Scintillatoren müssten wir denen dann liefern und die Photomultiplier, aber das Institut hatte noch jede Menge Altbestände und so war die Idee, können wir aus diesen Altbeständen irgendwie ein interessantes Schulexperiment bauen. Es gibt aber auch andere Ansätze ohne solche Altbestände, die ohne Altbestände funktionieren. Gut, nächste Frage. Liegt es bei so extrem kleinen Teilchen mit sehr kurzer Zerfallzeit vielleicht auch an der Messtechnik, dass das Rätsel überhaupt besteht? Könnte man mit genaueren Detektoren in Zukunft genauer hingucken? Also wir glauben, genaue Detektoren sind immer gut, weil, wenn ich nochmal hier auf das Problem, hier kann man das leider, oder das Problem ganz gut sehen. Also das sind jetzt hier verschiedene Experimente zusammengefasst. Habe ich auch nicht wirklich genau erklärt, aber diese verschiedenen Farben sind Messungen von verschiedenen Experimenten. Das Rot ist von dem Piaget-Observatorium. Hier haben wir das Ice Cube-Experiment am Südpol und das sind hier, das ist Jakutsk, das ist ein Experiment in Russland, das ist ein Experiment in Australien, Sugar heißt das. Naja, und diese Balken hier, vielleicht kennen Sie das schon, wenn Sie die Serie schon ein bisschen länger verfolgen, die zeigen halt an, dass das eine Messung mit Unsicherheiten ist. Also der Wert ist nicht genau bekannt, nur innerhalb von diesem Bereich soll der vielleicht irgendwo liegen. Naja, und diese Fehlerbalken sind noch relativ groß. Es liegt halt einmal daran, dass die kosmischen Strahlen nicht so viele sind und man da so statistische Unsicherheiten hat. Aber in diesem Fall sind diese Balken im Wesentlichen davon, weil die Detektoren, naja, wenn sie noch genauer messen könnten, dann würden diese Balken kleiner werden und dann hätten wir diesen Anstieg hier noch genauer vermessen. Also da könnte man schon noch was machen. Das würde aber das Myhren-Rätsel nicht wegmachen. Also wir sehen das jetzt schon mit der Genauigkeit der aktuellen Detektoren und wir erwarten, also wir wissen, dass das signifikant ist. Also, obwohl die Unsicherheiten groß sind, ist es eigentlich fast auszuschließen, dass das hier nur ein Messfehler ist. Also in Zukunft würde man das nur genauer vermessen. Nächste Frage ist, würde es etwas bringen, Detektoren auf anderen Planeten zu errichten, um deren verschiedene Atmosphären und Magnetfelder für anderes geartete Luftschauer zu nutzen? Ja, das ist eine interessante Idee. Im Prinzip, unsere Erdatmosphäre ist schon sehr praktisch. Die ist für diese Luftschauermessung ist die tatsächlich eigentlich fast ideal geeignet. Also da glaube ich nicht, dass es anderswo besser wäre. Die Erde hat auch den großen Vorteil, dass wir hier schon sind. Und wenn man hier was bauen will, ist das relativ billig. Wenn ich etwas auf einen anderen Planeten bringen will, dann muss ich das erstmal in den Orbit schicken und dann zu dem Planeten hin. Das ist alles sehr, sehr teuer. Also gucken Sie sich mal den Preis an von Kilogramm Material, das man in den Orbit bringt. Das ist, kostet viel, viele tausend Dollar. Also es ist also einfach nicht wirtschaftlich. Aber prinzipiell, ob es was bringen würde. Also ich würde sagen, nein. Also man kann mit der Atmosphäre, kann man das hier schon sehr gut vermessen. Nächste Frage. Myonen sind ja Sekundärteilchen, die von der kosmischen Strahlung entstehen. Genau. Was waren die Ursprungsteilchen und weiß man, wie viel Prozent von deren Energie ungefähr zu Myonen werden? Die Zahl habe ich nicht rausgesucht, aber tatsächlich ist es so, dass, ja, also das kennt man genau. Das muss man genau kennen, weil sonst kann man den Luftschauer nicht simulieren. Da muss man alle Teilchenwechselwirkungen, die der kosmische Strahl macht, nachvollziehen. Also wirklich jeder einzelne von denen wird simuliert. Und die Myon kommen typischerweise eben aus diesen Pion, die ich schon mal erwähnt habe, diese Pi-Teilchen hier. Sie kommen auch aus den Kaon, das ist eben so ein Hadron, was so ein stranges Quark enthält, ein seltsames Teilchen, diese Kaon. Da kommen die her im Wesentlichen. Kommen auch vielleicht auch aus anderen Zerfällen, aber das sind die häufigsten. Und diese Kaon selber, die kommen halt aus einmal der Wechselwirkung von den kosmischen Teilchen mit der Atmosphäre direkt oder aus anderen Pionen und Kaonen, die dann wiederum, oder auch Protonen, die mit der Erdatmosphäre wechselwirken und neue Pionen, Kaonen und Protonen machen.
Ja, dann noch die Frage, wie viel Energie? Also die meiste Energie, fast die gesamte Energie von dem Pion zum Beispiel geht auf das Myon über. Teil geht noch auf so ein Neutrino, aber das meiste geht auf das Myon. Nächste Frage. Genau, da gibt es das Myon-2 oder G-2-Experiment. Zeigt bei Myon ebenfalls seltsame Unterschiede zur Theorie. Also seltsam hier in Quotes, das ist also eine andere Art von seltsam als diese hier. Haben diese Unterschiede in ihren Ergebnissen auch etwas damit zu tun? Wenn ja, inwiefern? Wahrscheinlich nicht, weil in dem Fall, also das Fermi, das G-2-Experiment untersucht das Myon direkt und merkwürdige Abweichungen beim magnetischen Moment des Myon. Hier geht es aber wahrscheinlich eher darum, um diese ganze Physik, die erst dazu führt, dass das Myon am Ende entsteht, nämlich diese ganze hadronische Physik, also welche hadronischen Teilchen vorher erzeugt werden. Also das hat mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nichts mit dem G-2-Experiment zu tun. Okay, das waren alle Fragen. Gut, wie gesagt, dann will ich nochmal auf den nächsten Vortrag hinweisen. Also ich hoffe, dass wir. Hoppla, das war zu weit. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Und damit würde ich mich bei Ihnen verabschieden. Tschüss!